Hallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty. In der letzten Folge haben wir Mira Hahn bezahlt, haben eine zweite Basis dazu gekriegt und sollen jetzt General Orlin auslöschen. Machen wir doch glatt. Wir brauchen aber erstmal wieder ein paar Rohstoffe. Weil viel haben wir davon gerade nicht, wie ihr seht. So, schicken wir mal noch die beiden anderen zu dem Rest. Das war dann ein bisschen gewastet vielleicht, aber egal. Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Aber ich habe mir schon fast gedacht, so einfach kann die Mission doch gar nicht sein. Na gut, ich hätte aber gerne mal auf jeden Fall die Siege Breakers. Aufgedankt und einsatzbereit. Die können wir nämlich nachher gut brauchen. Was soll's sein? Basis wird angegriffen. Hey. Okay. Das war nicht so cool, Leute. Schießen Sie los! Absonomen, Sir. Wie wär's denn mal mit helfen? So, die WBFs reparieren sich hier ein bisschen gegenseitig. Den mal weg da. Ja, ist das Problem an der Sache. Ach schon. Okay. Schlechte Neuigkeiten? Ist was? Ja, den Mule hätten wir uns sparen können. Definitiv. Die Straße ruft. Lauter! So, die Adler sind eigentlich sogar ziemlich günstig. Das sollten wir uns merken, beziehungsweise das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Schießen Sie los! Systeme funktionsfähig. Ja. Dann würde ich sagen, überrennen wir mal kurz dieses kleine Ding hier von Orlin. Da kann der gar nicht viel gegen tun. Komm, soll das besser in Orlin? Jetzt. Ein bisschen Schrott einsammeln. Ich meine, ihr seht schon, hier liegen Massen an Schrott rum. Das schmeckt nach Sieg. Ausgezeichnet. Gut, ihr stellt euch da mal bitte hin. Du bist eine planetare Festung. Ja, genau. Alles klar, her damit. So. Dann würde ich schon fast sagen, wenn das hier alles abgebaut ist. Einsatzbereit. Klar doch. Komm weiter. Das ist ja schon so ein bisschen fies. BBF bereit. Das schmeckt nach Sieg. Keine Sorge. Wollen ja hier nichts verschwenden. Alles klar. Ich nehme ihn mit. Dann bitte mal den Siege-Panzer da. Ja. Gut, haben wir hier noch. Da haben wir sogar noch Rohstoffe übersehen. Obwohl halt. Machen wir so, schicken wir nur die Adler los. Das reicht, die sind schnell genug. Ja, die Mineralienfelder, das war zu erwarten. So, die Mules sind alle ausgelaufen. Holen wir neun. Ist was? Oh, das war's? Die Straße ruft. Null Problemo. Okay. Oh, das war's. Wie wär's denn mal mit helfen? Komm, als ob ihr euch da nicht selber wehren könnt. Und noch ein bisschen Tech erforschen. Was jagen wir hoch?
Ich stelle euch trotzdem mal schnell an. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Hab's vernommen, Sir. Ihr noch eben das wollen. So, der letzte Mineralienfeld hier, da dürfte ja nicht mehr so viel drin sein. Wie wär's denn mal mit helfen? Was schwitzt euch eigentlich immer, mein Gott. Wenn ihr mal ein bisschen Schaden kriegt. Ja, oh. Ist was? On to be wild. So. Dann würde ich sagen... Aufgedankt und einsatzbereit! Hier, kommt jetzt mal mit. Ah, cool. Man kann die Dinger also auch kaputt machen und kriegt auch was. Noch mal ein bisschen Schrott. Keine Sorge. Aber, naja. Brauchen wir jetzt nicht. Alles klar. Sorry. Ich hab hier ein kleines Geschenk für dich. Was ist die Leute hier immer nicht mit ihren Abschüssen haben? Das haut dir doch nur deine eigenen Leute jetzt kaputt. Aufgedankt und einsatzbereit! Ist jetzt nicht unbedingt mein Problem, aber... mir an deiner Stelle wird das Tier stinken. Erschöpft. So, und das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt hier den Platz frei haben, dank Orlen, können wir gleich einfach mit Belagerung machen. Ja, vielleicht auch erstmal noch nicht ganz. Na gut, machen wir gleich trotzdem mit Belagerungspanzer. Wann geht's los? Warum? Weil wir es können. So, noch eine Gruppe Siegebreakers. Die Spartan Company können wir uns auch noch eben holen. Und dann würde ich die mal eben dahin schicken. Du hebst mal kurz ab. Pflanzt dich da hinten. Warum stehen hier eigentlich noch zwei Kobras rum? Achso, zum Verteidigen, sehr gut. Als hätte ich es geplant. Das ist, ich bin von mir selber echt begeistert. So. Ich will mal mitschießen, so gleich ein bisschen. Also. Was gibt's? Ach Quatsch. Ja, Sir! So, hier möchte ich bitte. Und da möchte ich bitte. Danke. So. Oh, dahin. Ihr. Was nicht passt, wird passend gemacht. Schickt da hinten. Das bisschen hier ist gut gesichert, beziehungsweise ausreichend gesichert. Mehr brauchen wir nicht. Schießen Sie los! So, die Siegebreaker hatten doch, glaube ich, auch eine etwas erhöhte Reichweite. Was macht ihr da? Könnt ihr nicht mal irgendwie sinnvolle Routen laufen? Das geht! Ich bin sowas von dabei! Weil die Panzer können sich ja auf einen nicht ausgebauten Status wehren, so ist es ja nicht, als dass sie dann wehrlos werden. Aber ihre geniale Reichweite ist halt hingebaut. Und kaputt. Let's roll. Unterwegs! Okay.
den wir haben wollen. Und ihr seht schon, wie wenig Schaden ich im Nicht-Belagerungsmodus an Gebäuden habe. Das ist echt nicht viel. Ich weiß alles glatt. Komm nicht allein. Den da müsste man euch ausschalten. Unterwegs! Unbedingt! Ja gut, das ist natürlich definitiv ein Argument. Ich steck ganz schön in der Klemme hier! Ja, müsste halt jetzt mal kurz zurück. Was ist das Ziel? Ich hab den Portfolio jetzt hier. Danach können wir dann ohne Probleme sämtliche Was gibt's? So. Sämtliche gegnerischen Dingens, Kreuzer, schwere Kreuzer ausschalten. Und Ornans Festung zerlegen. Goliath online. Goliath online. Wann geht's los? So. Ich würde sagen, auf den nächsten Goliath warten wir aber nochmal. So, das sind Warpicks. Ich meine, okay, hätte man sich denken können, wäre eine Söldnerin oder so. Was sonst, wenn ich Söldnertruppen setze? Die haben wir ja so vorher auch schon gesehen, aber. Ich weiß nicht, ich persönlich finde, die Warpicks in die Bunker zu stecken, ist schon so mehr oder weniger eine Verschwendung. Einfach weil sie ja auch mehr Trefferpunkte zum Beispiel haben. Und davon profitieren sie halt absolut nicht in den Bunkern. Deshalb setze ich Söldner lieber offensiv ein und normale Einheiten defensiv. Goliath online. Goliath online. Kann's kaum noch erwarten. Na, scheinbar haben sie relativ die gleiche Reichweite. Ich höre. So. Gut, dann würde ich sagen, reicht. Nur zu. Gehen wir den Gegnern auf die Nase. Gehen. Upgrade durchgeführt. Hier komm ich. Jetzt geht's rund. Goliath online. Goliath online. So. Mal gerade fragen, da was fliegt mir denn dahinter her? Beziehungsweise was läuft mir denn dahinter her? Kaum noch so. Definitiv. Unterwegs! Und jetzt wird zerlegt. Ach, der gibt auf. Feigling. Schon gut, ich gebe auf! Ihr habt ja euren verdammten Adjutanten! Ich sollte dem Universum einen Gefallen tun und dich umlegen, Orlan. So dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Mira, sei so gut und regel das. Mit Vergnügen, Rainer. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Ja, wir müssten mehr mit Spinnenminen arbeiten, aber ja. Keine WBFs ausbilden. Zählen Mules als WBFs? Ich glaube nicht. Wäre also auch relativ gut möglich. Wie gesagt, man müsste halt mehr mit Spinnenminen arbeiten, als ich es tue. Und mehr mit weniger WBFs arbeiten. Aber das ist auch beides kein Problem. Sir, der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. Sehr schön. So, altes Mädchen. Wir haben dich auf Tarsonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Mengsk beteiligt war? Mengsk, Arcturus. Ehemaliger konföderierter Offizier, ziviler Prospektor, Gründer und Anführer der Terroristengruppe Söhne von Kohan. Status? Kriminell. Zugriff auf abgefangene Übertragungen 0081 bis 0086 Alpha. Hier ist Duke. Die Emitter sind gesichert und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert?
Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug, aber jetzt wollen Sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn! Sie hat recht, Mann. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle, führt sie aus. Das werden Sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn Sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Heilige, ich glaub's einfach nicht. Damit können wir Mengs festnageln. Ja, dann haben wir was gegen Mengs in der Hand. Sehr schön. Und wir haben neue Forschungsprojekte für die Protoss, ergo auch einen neuen Eintrag im Protoss-Tank. Eintrag 2299. Ich habe diese anormale Sphäre oberhalb des Kristalls betrachtet. Sie ist offensichtlich eine Art Energieemitter, aber die Eindämmung ist so stark, dass der Kristall langsam Energie entziehen kann. Wie, kann ich nicht sagen. Aber da fällt mir etwas ein. Wenn ich unsere eigene Eindämmungsmethode erschaffen könnte, könnte ich die Kapazität für den WBF-Bauprozess ohne Risiko verdoppeln, glaube ich. Durchbruch. Die Energie in diesem Kristall wird nicht in einem Vortex-Muster eingeschlossen. Er hat die Energie so schnell umhergewarpt, dass ich sie nicht entdecken konnte. Durch irgendeinen Zufall hat sich das Warpen kurz verlangsamt, sodass die Sensoren es erfassen konnten. Wie oder warum, weiß ich nicht. Sobald ich mit dieser Probe am Ende meines Lateins bin, passiert ein Zufall und mir gelingt der Durchbruch. Hilft er mir dabei? Ich habe eindeutig zu lange gearbeitet. Ich verzocke lieber noch ein paar Credits bei Lost Viking. Ja, Statman hat scheinbar was geschafft. Gucken wir doch mal, was wir jetzt machen können. Entweder die automatisierten Raffinerien oder die Kommandozentralenreaktor. Gleichzeitiger Ausbau von WBFs oder keine WBFs mehr zur Förderung von Vespingas benötigen. Ich weiß persönlich nicht, was besser ist. Eigentlich das, weil wir die WBFs ja nicht nur für die Raffinerien brauchen, sondern auch so. Also, aber erstmal so. Wir können jetzt zwei WBFs gleichzeitig ausbilden, sodass unsere frühere Mineralien- und Vespin-Produktion doppelt so schnell abläuft. Anläuft. Nicht abläuft. Egal. Läuft auch ab. Egal. Dieser Durchbruch, ermöglicht durch Erkenntnisse über die Eindämmungsfelder der Protoss, sollte uns in zukünftigen Missionen dabei helfen, schneller Fuß zu fassen. Genau. Oder wir haben die Warp-Technologie der Protoss angepasst, um Gaskanister direkt aus der Raffinerie in die Kommandozentrale zu schicken, ohne dass MWBF sie tragen muss. Warum die Protoss nie darauf gekommen sind, Vespin auf diesem Weg zu transportieren, ist ein Rätsel. Vielleicht fehlen ihnen terranische Kreativität und Pragmatismus. Vielleicht verbietet ihnen ihr primitiver Aberglaube diese Anwendung. Naja, ich sag mal so, sie sind sehr gläubig. Ich würde es nicht unbedingt Aberglaube nennen. Aberglaube ist meiner Meinung nach was anderes als Glaube, aber gut. Wir nehmen die zwei WBFs gleichzeitig und sollten demnächst mal ein bisschen weiter wieder an Zergforschung kommen. Gehen wir mal ins Arsenal. Wir haben hier keinen Adler stehen, sondern nur die Spinnenminen. Spinnenminen gehören zu einer sehr kleinen Kategorie von Technologie, die von der alten Erde kam und den Absturz der Kolonieträger überlebt hat. Terranische Infanterie ist traditionell den Freund-Feind-Erkennungssensoren gegenüber sehr kritisch eingestellt. Ja, das stimmt. Und die kleinen Spinnen kabbeln sich hier. Im Jahr 2499 veröffentlichte Jean Pictures Spinnenminen 4, der Tod von unten. Damit wurde eine Serie über Spinnenminen, die ein Bewusstsein entwickeln und sich gegen ihre menschlichen Erschaffer richten, fortgesetzt. Es war gleichzeitig das letzte Holo der Serie. Klingt so ein bisschen wie die alten Tremor-Filme. Die Wüstenwürmer. Falls sie jemand kennt. Sehr lustige Filme. Swan. Diese dämlichen Söldner fahren immer noch Adler. Kannst du dir das vorstellen? Die Dinger sind der reinste Selbstmord, selbst wenn keiner auf dich ballert. Immer langsam, Swan. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft mein alter Adler mir den Arsch gerettet hat. Ich werde mir dieses gute alte Meisterwerk terranischer Ingenieurskunst nicht von dir schlechtreden lassen. Alt?
Ja, das könnte man sagen. Nur heutzutage bevorzugen die meisten Leute Motorräder, die nicht gleich explodieren, wenn der Vergaser mal wieder versifft ist oder bei denen kein radioaktives Zeug aus der Treibstoffzelle tropft. Aber hey, wen stört sowas bei einem alten Meisterwerk? Du bist ein alter Klugscheißer, Swan. Tja, ja, die Adler sind keine schlechte Einheit, aber naja. So, ihr kennt das Prozedere. Ich find's definitiv angenehmer. Können wir mal einfach gucken, wie laut das auf 10% ist. Wahrscheinlich immer noch viel zu laut, aber... So, wir könnten jetzt für die Fahrzeuge, nämlich für den Adler, einmal Cerberus-Mine, den Explosionsradius und den Verfolgungsradius von Minen um 33% erhöhen. Diese Mine wurde vom Kelmoria-Kombinat während ihrer Belagerung von New Austin entwickelt. Der größere Auslösungsverfolgung und Explosionsradius waren bei der Terrorisierung der Bevölkerung entscheidend und haben die Versorgungsdepots vor zivilen Plünderern beschützt. Oder wir nehmen wieder auffüllbares Magazin. Ja. Das ist relativ praktisch, wenn man sie einsetzt. Vielleicht kaufen wir es später mal, aber jetzt erstmal nicht. Wir können nämlich für 15 Mineralien uns im Feld auch neue Minen kaufen. Enlightened Dynamics hat eine Mikromaschine entwickelt, die Adler im Feld neue Minen produzieren lässt. Diese Mikromaschine verbraucht jedes Mal, wenn meine Mine hergestellt wird, eine kleine Anzahl Mineralien, aber dieser kleine Nachteil stellt trotzdem eine willkommene Abkehr vom alten System des 3 und des Wars dar. Das stimmt. Aber wir hatten ja... Basis. Wir wollten das Brandschutzsystem kaufen, sprich, dass sich die Gebäude selber auf 50% reparieren. Dann hätten wir noch, ja, wenn es mal wieder ging, es kostet halt alles so viel, das ist ein bisschen doof. Das hier wollten wir auch noch haben, genau, wir wollten die Vikings verbessern, weil die Vikings sind super. Mehr Raketenreichweite und mehr Kanonenreichweite. So, es gibt nämlich auch von den Vikings keine Söldner, wie ihr schon seht. So, Sound wieder auf 35 hoch. Es ist ein bisschen nervig, aber ich weiß nicht, warum es nicht besser geht. Also anders geht's nicht. Und ich fand gerade, war die Lautstärke relativ angenehm. Tychus. Verrat mir doch mal, was zwischen dir und Mengsk damals passiert ist. Sieht so aus, als wärt ihr mal unzertrennlich gewesen. Ich dachte, dass Mengsk die Dinge ändern könnte. Seite an Seite habe ich mit ihm gekämpft, bis Tarsonis. Da hat er dann die Zerg dazu benutzt, die Bevölkerung des gesamten Planeten auszurotten. Er überließ Kerrigan ihrem sicheren Tod. Nur weil sie ihre Meinung gesagt hat, dieser elende Mistkerl. Am Ende war er kein bisschen besser als die Konföderation. Verdammt. Du hast ein echt gutes Händchen für Freunde, Jimmy. Ja, so ziemlich. Aber es gibt mal wieder Nachrichten zu hören. Yay! Imperator, es wurde viel über den tragischen Untergang von Tarsonis geschrieben. Tiloskis Enthüllungsreportage Götterdämmerung eines Imperiums behauptet sogar, dass sie persönlich die Konföderation gestürzt haben, indem sie für den Fall von Tarsonis sorgten. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Fakt ist jedoch, dass eine Großinvasion der Zerg auf Tarsonis stattgefunden hat und keine Macht des Universums sie hätte aufhalten können. Es war ein wahrhaft schrecklicher Tag. Tiloskis Film betont die scheinbare Zweckmäßigkeit des günstigen Zufalls, dass die Aliens eine korrupte Regierung auslöschten, die sie selbst ihr Leben lang zu stürzen versuchten. An diesem Tag sind Millionen gestorben und Sie sprechen von Zweckmäßigkeit? Ja, ich bekämpfte die alte Konföderation, doch niemals zu meiner persönlichen Bereicherung. Als es für mich an der Zeit war, die schwere Last der Führung zu übernehmen, so tat ich es nur, um unser Überleben als Spezies zu sichern. Klare Worte vom Imperator selbst. Als nächstes im Programm, Zerglinge, allergisch gegen Zitronensaft. Nur Altweibergeschichten oder die neue Superwaffe im Kampf für die Menschheit? Natürlich, Donny.
kann's ja mal mit ein bisschen Zitronensaft versuchen, die alte Kerrigan zu überreden, dich in Ruhe zu lassen. So. Matt, du hast da bestimmt was zu sagen. Was? Matt hat nichts zu sagen, obwohl wir gerade seine, ich glaube sogar Ehefrau kennengelernt haben, beziehungsweise wieder getroffen haben. Ich bin ja enttäuscht. Und ja, Mira Hahn ist der Grund, weshalb Matthew nach dem letzten Aufenthalt in Deadman's Port einen Ehering am Finger hatte. Ich habe das Gefühl, dass er Angst vor ihr hat. Ich kann mir aber nicht sagen, woher. Aber egal. Ich würde sagen, bevor wir... Ach Quatsch, falsches. Ich wollte auch in die Brücke. Wir hätten noch Tarsonis. Nee, Tyrador. So, Tyrador 8 sogar. Nicht 7, habe ich, glaube ich, in letzter Folge gesagt. Und Valhalla. Bevor wir die angehen, gucken wir uns im Labor einmal den Kristall an. Raynor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall, auf das ihr sehen werdet, was ich gesehen habe, auf das die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Ja, Vorboten des Untergangs. Wir sollen Xel'Naga-Schreine auf Ulan untersuchen. Kriegen dafür 3 Protoss und 3 Zerg-Forschung. Serathul, wo zur Hölle bist du da bloß reingeraten? Freund Raynor, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit, auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel'Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Ja, wir können jetzt in der nächsten Mission Serathul selber spielen. Noch eine Videosequenz. Na gut. Der Zergschwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel'Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung oder Untergang? Praktisch so ein Schwert als Lichtquelle. Und ja, das ist eine Klinge, keine Taschenlampe. Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Serathul? Ihr Flüstern in den Sternen?
Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Doch werdet ihr es nicht erleben. Vielleicht kommt noch. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturz, auf den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden. Niemals! Das ist übrigens sehr lustig, dass sie trotz allem immer noch hochhackige Schuhe so gesehen anhat. Oder zumindest etwas Ähnliches. Und den Trick mit dem Schatten will ich auch können. Jeder hat sein Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet. Empfange ich es mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Es war ja nicht nur diese Sequenz. Wie gesagt, es gibt halt jetzt eine Reihe von Missionen, die wir mit Seratul machen können. Einheiten der Protoss haben Schilde, die Schaden absorbieren und sich außerhalb des Kampfes langsam regenerieren. Das stimmt, hier in dem normalen StarCraft 2 war es ja auch so, dass sich keine Einheit regeneriert. Also in StarCraft 2 Heart of the Swarm, also dem Add-on, regenerieren sich Helden und die Zerg regenerieren sich generell auf dem sogenannten Kriecher, diesem schleimigen Zeug, was zwischendurch bei den Zerg zu sehen ist, auf dem Boden. So, und wir haben ein neues Interface, denn wir spielen momentan als Protoss. So die Ehre gebietet. Ja, das ist Kriecher. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Im Dienste Arjuas. Ja. Dieser Abgrund ist gewaltig. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Er hat halt einen Blink, wie generell ein paar mehr Einheiten der Protoss. Und er ist ebenfalls dauerhaft getankt. Sehr coole Sache. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Jo, machen wir doch direkt mal. So. Eingeschlossen. Währenddessen können wir den kaputt machen. Und ganz in Ruhe sämtliche Zerg-Einheiten hier zerlegen. Ich bringe euren Untergang. Und ihr seht schon, Seratul macht einen Ich werde meine Schaden. Bestimmung erfüllen. Wir dürfen nicht sagen. So, wir können natürlich auch unsere Fähigkeiten kombinieren, indem wir so umlenken und einschließen. Gebietet. Ist ganz praktisch, vor allem mit dem Ultralisten, um den ich mich zuletzt kümmere. Es gibt viel zu rechtfertigen. Eins, zwei. Ey. So haben wir nicht gewettet. So, was hast du für eine Reichweite? Hm. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden.
Kommt vielleicht der Dingens auf. Verstehen. Komm. Ehre den Erstgeborenen. Will scheinbar nicht. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Mann, ich hätte gern gewusst, wie viele Schläge wir insgesamt brauchen, um den Ultralisten zu töten. Verdammt. Ging alles noch auf dem Schild. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. Ja, ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Euch gehört meine Ergebenheit. Im Dienste Ajurs. So. Sogdash Salok. Genau, die Xenaga-Schreine, dafür müssen wir, wie gesagt, drei das finden. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald und, wird alles offenbar werden. Ja, die bringen uns halt jeweils drei Protoss-Forschungen. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall drei Protoss-Forschungen nach dieser Mission. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Zeratul? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Diese unheilvolle Prophezeiung lässt mein Herz schwer werden. Ich... So viel zu Kerrigans Gnadenfrist. Für Shakuras. Was ist denn mit dem Ding? Ja, wir haben jetzt ein paar Hitze gekriegt. Ich werde Erlösung finden. Eine der Standard-Protoss-Einheiten. Euch Erhabener. Wir stehen in Diensten des Hohen Templers Karas. Er ist nicht fern von hier. Und auch eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Erlaubt uns, ihre Verteidigung zu zerstören, bevor wir uns weiter voranwagen. Ehre den Erstgeborenen. So, hier haben wir ein bisschen Party. Schwer wiegt meine Bürde. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Sogdash Salok. Kalt ist die Leere. Sehr kalt. Ja, die haben nicht mal so viel Schub gerade. Aber eigentlich auch kein Problem. Sprecht ihr mich an? Den noch. Shosak Mok Nul. Und wir kriegen zwischendurch immer mal wieder ein bisschen. Mit den Schatten. Ja, ich sag jetzt mal Nachschub. Wir müssen dieser Brutlord-Patrouille mit Vorsicht begegnen. Oder wir werden in Stücke gerissen. Ja. Sprecht ihr mich an? Das Problem ist, die Brutlords können nun mal nur Bodeneinheiten angreifen. Ich bin das Herz der Finsternis. Und ihr seht schon, wie das funktioniert, indem die einfach Bodeneinheiten runterschmeißen. Nun gut. Schwer wiegt meine Bürde. Zeratul kann den ausschalten und einfach durchrennen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass Zeratul keine Flugeinheit mehr angreifen kann. Wir dürfen nichts sagen. Ajur wird wieder auferstehen. So, du rennst mal bitte durch. Euch gehört meine Ergebenheit. Ehre den Erstgeborenen. Überblinken. Was ist euer Begehr? Ich würde gerne versuchen, ob ich da vorne hinblinken kann. Wenn die Brutlords sich abdrehen, genau. Wie ihr befehlt. Vorher. Verdammt, es hat nicht funktioniert. Okay, Angriff. Antukar. Einmal weg, um die normalen Viecher zu zerlegen von den Brutlords. Eiskalter Zorn.
Denn das ist nicht so wie bei manchen, dass sozusagen die... Ich meine klar, die... Ja, okay, schade. Das heißt, wir haben jetzt keine Hetzer mehr gerade. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Naudin Rashagal. Wir müssen handeln. Ich frage mich, wo es gerade lang gehen soll. Bin ich blind oder? Ah, okay. Ich werde Erlösung finden. Wir haben uns Sicht gegeben, sodass wir da endlich hochblinken konnten. Sprecht ihr mich an. Ihr seht es schon, ich speichere Vorbote des Untergangs und wir sehen uns bei der nächsten Folge, nicht morgen, wie ich gestern fälschlicherweise sagte, nicht gestern, wie ich eben in der letzten Folge fälschlicherweise sagte, sondern wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder bei StarCraft 2 oder ihr guckt natürlich bei den anderen Projekten auf meinem Kanal vorbei, montags bis freitags. 14 und 16 Uhr momentan noch Mass Effect 1 und XCOM Enemy Within. Bis dahin, Freunde, ciao!